Hey, willkommen zu einem neuen Video. Im Laufe der Jahre wurden viele beängstigende Dinge von Jugendlichen gefunden und mit der Kamera eingefangen. Von einer geisterhaften Puppe, die auf einem verlassenen Dachboden gefunden wurde, bis hin zu einem YouTuber, der einen riesigen Hai in einem verlassenen Park in Australien gefunden hat. Heute zeige ich euch die 10 furchterregendsten Entdeckungen, die YouTuber gemacht haben. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Ein Jugendlicher namens Jay hat im Mai 2017 einen unterirdischen Unterschlupf gefunden. Bei einem Spaziergang durch das verlassene Industriegebiet entdeckte er eine alte Fabrik und beschloss, hineinzugehen. In dem Video geht der Mann einen dunklen, langen Flur entlang, bis er schließlich zu einer Art metallenem Türschloss kommt. Er öffnet es und klettert eine Leiter hinunter, die in einen dunklen Tunnel führt, der zu einem unterirdischen Bunker führt. Es scheint, als hätte der Bunker voll funktionsfähige Lampen mit sicherer Belüftung. In mehreren Hallen und Räumen stehen Tische mit verschiedenen Werkzeugen, Medikamenten, Schutzhelmen, Spielzeug und Zeitungsartikeln. Ein anderer Raum, den sie fanden, war voller Etagenbetten. Ansonsten gibt es noch Kisten voller Ausrüstung, die aus dem Zweiten Weltkrieg zu stammen scheint. Es scheint, dass der Ort schon vor langer Zeit verlassen wurde, aber vielleicht wird er in Zukunft genutzt, wenn er gebraucht wird. Nummer 9. Ein beliebter Jugendlicher namens Josh erforschte 2016 eine Höhle in den Gifford Pinchot National Forest in Washington. Als Josh und seine Freunde tiefer in die Höhle gingen, kamen sie an engen Stellen vorbei. Hier mussten sie auf Händen und Knien kriechen, wenn sie weitergehen wollten. Die Temperatur in der Höhle begann auch zu sinken. Als sie weit genug in die Höhle hineinkamen, beschlossen sie schließlich umzukehren. Doch plötzlich hörten sie in der Ferne jemanden weinen. Sie gingen auf das Geräusch zu und sahen ein junges Mädchen, das ganz allein in der Höhle stand. Sie hatte es geschafft, ohne eine Taschenlampe in die Höhle zu kriechen. Die Jungen stellten bald fest, dass sie kein Englisch spricht und brachten sie zum Ausgang der Höhle, wo sie wieder mit ihren besorgten Eltern vereint wurde. Glücklicherweise ist es gut ausgegangen und das Mädchen ist wieder in sicheren Händen. Ich möchte gar nicht daran denken, was hätte passieren können, wenn die Jugendlichen das Mädchen nicht gefunden hätten. Nummer 8. Ein YouTube-Kanal namens Interesting, Creepy and Abandoned, interessant, unheimlich und verlassen, erforscht ein Spukhaus, um zu sehen, was sie finden können. Zuerst durchsuchen sie mehrere Stockwerke, bis sie schließlich zu einem verlassenen Dachboden kommen. Als sie eine alte Treppe hinaufsteigen, ändert sich plötzlich die Atmosphäre in dem Raum. Sie haben das unbehagliche Gefühl, dass da etwas ist. Als sie am Ende der Leiter ankommen, sehen sie eine Puppe, die von ganz alleine an einem Faden hängt. Das ist beängstigend genug. Aber dann fängt die Puppe plötzlich an, sich vor ihren Augen langsam nach rechts zu drehen. Sie waren so erschrocken, dass sie sich nicht trauten, noch näher heranzugehen und beschlossen, das Haus sofort zu verlassen, bevor noch andere Dinge passieren könnten. Nummer 7. Ein Jugendlicher namens Sean Baker sah eines Tages etwas Seltsames in seinem Hinterhof wachsen. Er beschloss, es für ein paar Tage zu ignorieren, aber nach einer Weile wurde es einfach immer größer und größer. Sean beschloss, es mit einem Stock zu schlagen, um zu sehen, was passieren würde. Es machte ein seltsames Geräusch. Er hatte keine Ahnung, was es sein könnte und nahm seine Kamera heraus, um ein Video davon zu machen und es auf YouTube zu posten. In den Kommentaren tauchten viele Meinungen von Leuten darüber auf, was es möglicherweise sein könnte. Einige dachten, es sei etwas von einer fremden Zivilisation, während andere dachten, es sei ein seltener Pilz. Es gibt nicht viele Informationen zu der Geschichte, also hoffe ich, dass es ungiftig war und er es schließlich entfernt hat. Was denkst du, was das war? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Nummer 6. Dieses Video von 2009 stammt von einem Jugendlichen namens Lulea. Er sagt, dass er mehrere paranormale Dinge in seinem Haus erlebt hat und beschließt, es eines Nachts als Beweis zu filmen. Jede Nacht schloss er eine Tür, die sich am nächsten Morgen plötzlich öffnete. Er hörte auch Geräusche von jemandem, der weinte. Eines Tages ging er in die Küche und ein Gesicht sah ihn durch das Glas der Zimmertür an. Als er das sah, öffnete er die Tür und trat ein, um zu sehen, was da war, aber er schien nichts zu finden. Als er die Tür nun wieder schließt, erscheint das Gesicht ein weiteres Mal. Er legt seine Hand auf das Fenster und wenn du genau hinsiehst, kannst du sehen, dass der Geist genau dasselbe tut. Irgendwann beschließt er, den Raum wieder zu betreten und findet dort niemanden. Aber er hört weinende Geräusche. Das Merkwürdige an diesem Video ist, dass dies sein allerletzter Upload auf YouTube war und seitdem nichts mehr von dem Jungen zu hören ist.
Nummer 5. Am 16. Februar 2015 hat der YouTube-Kanal Exploring with Josh ein Video hochgeladen, in dem sie eine alte verlassene Schule besuchen. Der geheime Ort soll seit 2002 verlassen sein. Sie gehen durch mehrere Korridore und finden hier und da ein paar Dinge, aber nichts Interessantes. Als sie plötzlich eine Treppe hinuntergehen, rochen sie etwas Seltsames. Sie beschlossen, es zu untersuchen. Als sie die Treppe hinunterkamen, fanden sie einen Stuhl in der Mitte von etwas, das wie ein satanisches Ritual aussah. Die Jungs sagen in dem Video, dass der Ort einen komischen Geruch hat und dass das Blut auf dem Boden und um den Stuhl herum frisch geschmiert war. Aber das könnte natürlich auch Farbe sein, die noch feucht war. Es könnte also vor kurzem passiert sein. Egal, ob das wirklich für ein Ritual gedacht war oder nicht, es ist immer noch ein unheimlicher Ort, den es zu entdecken gilt. Nachdem die Jugendlichen Fotos und Videoaufnahmen davon gemacht hatten, beschlossen sie, die Schule wieder zu verlassen. Nummer 4. Ein für das Schatztauchen bekannter YouTuber namens The Almighty teilt all seine Abenteuer auf YouTube mit über 7 Millionen Abonnenten. Im April 2017 tauchte er im Fluss in Columbus, Georgia in den Vereinigten Staaten. Nachdem er eine Weile geschwommen war, fand er einige kleine Dinge, darunter einige Juwelen und Halsketten. An einem Punkt stieß er auf eine schwarze Schachtel. In der Hoffnung, dass sie Schmuck oder Gold enthielt, öffnete er die Schachtel und fand darin eine kleine Plastiktüte. Er saß da und schaute sie an, drehte das Plastik um und sah, dass ein Etikett darauf war. Plötzlich war er schockiert und erkannte, dass dies menschliche Überreste waren. Er schwamm an die Oberfläche und rief die Polizei und erzählte ihnen, was er gerade gefunden hatte. Die Polizei sagte dem YouTuber, dass es aus Respekt vor dem Verstorbenen am besten sei, die schwarze Box wieder dorthin zu stellen, wo sie herkam. Nummer 3. Im November 2018 machte ein Jugendlicher namens Lukey MC eine unheimliche Entdeckung, als er einen verlassenen Park in Victoria, Australien erkundete. Der Park wurde 2012 offiziell geschlossen und es gibt Gerüchte, dass es dort spukt. Als sie durch den Park und die Gebäude liefen, stießen sie auf verschiedene Dinge wie kaputte Automaten, alte Tische, Stühle und Wände voller Fotos von australischen Tieren. Es schien, als wäre seit 2012 niemand mehr dort gewesen und so wurde der Ort verlassen. An einem Punkt betritt er einen dunklen Raum, wo sie einen großen Tank finden, der mit einer Art dunkler Flüssigkeit gefüllt zu sein scheint. Als der Mann auf die andere Seite des Tanks geht, wird ihm bewusst, dass er einem riesigen Seeungeheuer gegenübersteht. Als der Park für bankrott erklärt wurde, hatte der Besitzer alles zurückgelassen, auch den riesigen Hai, der sich im Tank befand. Als sich das Video auf YouTube verbreitete, verlegte eine Firma den toten Hai ein paar Monate später an einen anderen Ort. Nummer 2. Der nächste YouTuber namens Joe fühlt sich so, als hätte er nachts gehört, wie sich etwas in seiner Wohnung bewegt. Er beschließt, eine Kamera zu verstecken, während er schläft, und ist am nächsten Morgen schockiert, als er sich das Video wieder ansieht. Eine unbekannte Frau klettert vom Dach seines Hauses herunter und sucht nach etwas zu essen und zu trinken. Dem Mann zufolge hat diese Person seit mehreren Wochen in seinem Haus gelebt. Als der Besitzer in der Nacht aufstand, um etwas Wasser zu holen, hat er den Eindringling fast erwischt, wie man im Video sehen kann. Über diese Geschichte ist nur wenig bekannt, also ist es unklar, ob das wirklich wahr ist oder nicht. Aber wenn das wirklich passiert ist, ist das sicherlich sehr unheimlich. Nummer 1. Dieses gruselige Video wurde im März 2018 auf einem YouTube-Kanal namens RM Videos hochgeladen und zeigt eine Baby-Vampir-Puppe. Die Puppe steht auf einem unmarkierten Grabstein auf einem Friedhof und eine Flasche mit Blut scheint neben der Puppe zu stehen. Einigen Leuten zufolge könnte diese Puppe besessen sein, denn es spielt keine Rolle, aus welcher Richtung du die Puppe ansiehst, aber ihre Augen folgen dir überall hin. Die Leute in den Kommentaren haben die Puppe auch mit Chuckys Horrorfilmen verglichen. Später stellte sich heraus, dass die Puppe das Werk eines Bildhauers war, der die Puppe an dieser Stelle platzierte, in der Hoffnung, dass die Leute sie entdecken würden. Echt oder nicht, es ist sicherlich erschreckend, wie die Puppe einem mit ihren Augen folgen kann und es wäre sicherlich eine erschreckende Entdeckung für diejenigen gewesen, die sie gefunden haben. Welche Entdeckung war für dich die erschreckendste? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen hoch. Wenn du mehr Videos sehen möchtest, die wir gemacht haben, klicke auf eins auf dem Bildschirm oder schau dir den Kanal an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.